De vierde vraag. Wie viel verbraucht een Amerikanische kühlschrank? Ja, der Verbrauch von einem amerikanischen Kühlschrank, das ist natürlich sehr relativ. Wenn man einen normalen amerikanischen Kühlschrank hat, der verbraucht zwischen 400 und 550 Kilowatt pro Jahr. Aber wenn man das vergleicht mit einer Tiefkühltruhe und einem Kühlschrank, dann verbrauchen die beide zusammen mehr als die 550 Kilowatt. Also wenn Sie in der Stadt eine Gefriertruhe und einen Kühlschrank einen amerikanischen Kühlschrank kaufen, ja, verbrauchen sie noch weniger als die beiden zusammen. Aber verglichen mit nur einem Kühlschrank, ja, dann verbraucht der amerikanische Kühlschrank natürlich mehr.